Ich habe hier ein wunderschönes Kartenspiel, aus dem sich der Zuschauer irgendeine Karte auswählen kann. Die Schachtel ist leer, das ist ganz wichtig, dazu kommen wir gleich. Völlig freie Wahl, sagen wir mal, der Zuschauer möchte die Kreuz 5 auswählen, da kann man nämlich sehr gut unterschreiben drauf. Ich mache diese Kreuz 5 jetzt nämlich einmalig, da kommt noch so ein Herzchen hin. Diese Kreuz 5 gibt es genauso in der Art und Weise nur ein einziges Mal auf der Erde. Und die kommt ungefähr mittig zurück ins Kartenspiel. Kreuz 5 war die Karte, ja. Das Ding ist, hier liegt ja die ganze Zeit diese leere Kartenschachtel, ne? Und wisst ihr, was das Besondere daran ist? So ganz leer war die Schachtel tatsächlich nicht. Denn eine Karte befindet sich hier drinne. Und zwar die unterschriebene Kreuz 5, einmalig gemacht auf dieser Erde. Und damit herzlich willkommen, moin liebe Trickster, zu einem neuen Video, in welchem ich euch drei Kartentricks beibringe, die ihr ohne Vorbereitung sofort nachmachen könnt. Beispielsweise, wenn eure Freunde euch ein Kartenspiel mitbringen, in die Hand drücken, hier, macht das mal mit meinen Karten. Der Trick, den ich euch gerade vorgeführt habe, funktioniert folgendermaßen. Das ist ein ganz einfaches Handling, das ich mir überlegt habe für genau solche Situationen, in denen es schnell und einfach gehen muss. Also, ich habe jetzt erstmal das Somnium Standard Deck benutzt, weil da tut es nicht so sehr weh, Karten zu unterschreiben, denn das ist unser günstigstes Deck, das wir bei uns im Shop haben. Daraus darf sich jetzt der Zuschauer eine Karte auswählen, sie auch gerne unterschreiben und diese müssen wir im Kartenspiel nach oben kontrollieren. Wie das funktioniert, das habe ich schon ganz oft auf meinem Kanal mit euch besprochen. Ich habe eigene Videos dazu. Ich verlinke euch ein Top 5, ein Top 3 und nochmal zwei, drei weitere Videos mit richtig coolen Control-Möglichkeiten in der Videobeschreibung. Aber für die absoluten Anfänger unter euch bringe ich euch jetzt kurz eine Methode bei und dann sage ich euch, wie ich das gerade in meiner Performance gemacht habe. Für die Anfänger unter euch, ich würde euch Folgendes empfehlen. Der Zuschauer wählt eine Karte aus. Er darf sie sich aus dem Deck rausziehen. Er unterschreibt diese Karte, wir nehmen jetzt mal den Kreuzkönig. Die macht er jetzt einmalig, es funktioniert wirklich nicht mit einer Duplikatkarte, sondern nur mit genau dieser einen Karte. Jetzt streckt ihr dem Zuschauer so die Hand hin, er soll euch den Kreuzkönig wieder zurückgeben, damit ihr die ins Kartendeck schieben könnt. Und dann macht ihr Folgendes, ja? Ihr schiebt die von euch aus ungefähr mittig ins Kartenspiel zurück, die Kreuzkönigkarte. Aber während ihr sie hineinschiebt, drücke ich mit meinem Daumen jetzt etwas von oben darauf und erhalte so einen Spalt. Das nennen wir in der Magie Thumbbreak. Jetzt nehme ich so ungefähr die Hälfte von den Karten unter diesem Spalt, lege das oben drauf und jetzt nehme ich alles ab diesem Spalt und lege es oben drauf und habe logischerweise damit den Kreuzkönig nach ganz oben gebracht. Und in Präsentationsgeschwindigkeit sähe das dann so aus. Deine Karte, du bist zufrieden, so wie du sie unterschrieben hast. Okay, die ist einmalig. Diese Karte gibt es so nur ein einziges Mal auf der Erde, okay? Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Okay, und jetzt befindet sich hier oben der Kreuzkönig. Für die Pros unter euch, ich habe gerade den Turnover Pass gemacht. Dazu habe ich ja auch schon ein Tutorial auf meinem Kanal, falls ihr den selber wirklich lernen möchtet. Das ist nichts für Anfänger. Klar, ihr könnt es trotzdem lernen, lieber Anfänger, aber es ist wirklich knifflig. Und zwar aus dem Spread heraus hat der Zuschauer bei mir eine Karte gewählt. Wir nehmen mal wieder den Kreuzkönig, ja, damit es die gleiche Karte ist. Ich habe meinen kleinen Finger da runtergebracht, im Zusammenschieben jetzt den Break gehalten und hier den Turnover Pass genauso durchgeführt und jetzt befindet sich der Kreuzkönig ganz oben. Egal wie ihr sie nach oben kontrolliert habt, die unterschriebene Zuschauerkarte liegt jetzt oben. Und jetzt wird ein Detail ganz wichtig, das ich jetzt hier während des Tutorials voll außer Acht gelassen habe, die Schachtel. Wir haben den Trick nämlich so begonnen. Ich packe das noch einmal zurück in die Schachtel, das Deck. Wir haben den Trick so begonnen, mit dem Kartendeck in der Schachtel. Ich öffne die Schachtel, nehme das Kartenspiel heraus, lege die Schachtel jetzt aber nicht so, dass die Lasche hier unten ist auf den Tisch, sondern ich drehe die Schachtel dabei um, okay? Ergibt Sinn, ich will ja, dass das wunderschöne Somnium-Design nach vorne zeigt, dass mein Zuschauer genau sieht, um welche Karten es sich dabei handelt, um kostenlose Werbung für den Matti zu machen, einfach um ihn zu unterstützen. Oh je, Giga-Cringe, auf jeden Fall. So rum lege ich die Schachtel auf den Tisch, okay? Und auch die Position ist wichtig. Ich lege die Schachtel, ich hoffe, sieht man das in der Overhead-Cam? Ja, sieht man. Ich lege die Schachtel links von mir etwas beiseite, ja? Das wirkt jetzt so, als wäre mir die Schachtel ab jetzt egal. Sie wird gleich wichtig werden. Vorher habe ich sie natürlich leer gezeigt. Also, ich öffne das Deck, hole die Karten heraus, zeige dem Zuschauer, dass die Schachtel leer ist, ja, wirklich, drehe das Ganze um und schmeiße es so links von mir beiseite. Als Rechtshänder mache ich das so. Ich lasse die Karte auswählen und unterschreiben, kontrolliere sie nach oben. Jetzt ist der Kreuzkönig oben auf dem Deck. Ich muss meinen kleinen Finger unter die oberste Karte, unter den Kreuzkönig bringen und so einen sogenannten Pinky Break, weil der Pinky der kleine Finger ist oder auch Kleinfingerspalt.
halten. Ihr könntet, wenn ihr richtig krasse Pros seid, den Pinky Count machen. Dann sähe das Ganze so aus. Habe ich euch ja auch schon erklärt auf meinem Kanal. Ja, ich mache das Ganze hier schon einige Jahre. Da sammelt sich ein bisschen was. Aber ihr könnt es auch ganz simpel machen, wie ich das gerade in der Performance gemacht habe. Wenn ihr die Karten nämlich nicht so zum Zuschauer haltet, sondern das Handgelenk etwas eindreht, da kann ich jetzt hier ganz bequem in so einer Bewegung in den Break holen. Habt ihr gesehen, wie? Ich habe einfach mit dem Daumen die oberste Karte beiseite geschoben und jetzt kontaktiert mein kleiner Finger schon die oberste Karte. Ja, das ist wirklich hier so eine kleine Mikrobewegung. Ist, finde ich, sogar noch weniger Bewegung als bei einem Pinky Count, wo wir das Deck unter Druck setzen und die Finger zittern etwas, weil wir Kraft aufwenden. Ich finde, das hier geht noch viel schneller. Ja, in so einer kleinen Geste habe ich mir jetzt einen Break geholt. Mein kleiner Finger ist unter der obersten Karte. Und jetzt greife ich mit meiner linken Hand, in der das Deck ist, nach der Schachtel. Und deswegen war es ganz wichtig, dass die Schachtel links von mir liegt. Klar, durch eure Perspektive ist das jetzt rechts, aber von mir aus ist das links. Die Hand, in der ich das Deck halte. Wenn ihr das Deck rechts haltet, macht ihr es natürlich genau andersrum. Ja, denn wenn ich die Schachtel jetzt hier hingelegt hätte und hier habe ich das Deck, dann ergibt es keinen Sinn, dass ich das Deck in die Hand nehme und es dann auf die Karten drauflege. Und das sehe ich ganz häufig. Das finde ich richtig, richtig peinlich. Wenn das irgendwer macht, unbedingt haten. Nein, bitte respektvoll zueinander sein, aber wirklich vermeidet sowas, ja? Dass ihr eine leere Schachtel nehmt, sie auf das Deck legt, um sie dann wieder wegzunehmen. Das ist total dumm. Deshalb wirklich so in diesem 45-Grad-Winkel, sodass die Lasche seitlich weg von mir zeigt. Also in dieser Position. Denn jetzt kann ich ganz bequem mit meiner Hand nach der Schachtel greifen. Und dabei passiert jetzt Folgendes. Ich mache es mal so vor. Ich greife nach der Schachtel. Zack, habe hier ja noch meinen Break. Drehe das Ganze jetzt um. In meiner linken Hand drehe ich jetzt die Schachtel, das Deck und hier die Karte mit dem Break. Die drehe ich um und greife mit meiner rechten Hand in diesen Break hinein und kann mir so die Karte abstehlen. Okay, noch einmal. Die Zuschauerkarte liegt oben auf dem Deck. So liegt das Deck auf dem Tisch. Ich greife nach der Schachtel, drehe das Ganze um, greife in den Break hinein und habe jetzt die Karte abgestohlen. Dabei wirkt es ganz natürlich, dass ich mit der Hand, in der die Karten sind, nach der Schachtel gegriffen habe. Jetzt habe ich hier die Karte unter der Schachtel abgestohlen, kann das Deck jetzt an der Stelle schon wieder weglegen, kann in die linke Hand übernehmen und jetzt greife ich mit meinem rechten Daumen, zack, in die leere Schachtel hinein. Mein rechter Mittelfinger hält aber von unten die Karte hier fest. Ich greife rein und ziehe jetzt in einer flüssigen Bewegung die Karte so seitlich raus. Ihr könnt damit experimentieren, ob es für euch besser funktioniert, wenn die Schachtel so rumliegt, dass die Lasche unten ist. Dann kann ich nämlich mit dem Daumen ganz bequem rein und die Karte rausziehen. Oder funktioniert es für euch besser, wenn ihr die Schachtel so rum habt, dann müsstet ihr das ganze Handling umdrehen. Dann müsst ihr die Schachtel hier hochdrücken und dann hier reingreifen. Das hier versteckt zwar mehr, dass die Karte nicht wirklich im Deck ist, sondern darunter. Aber ich finde, frag mich nicht warum, irgendwie sieht es besser so rum aus. Irgendwie fühlt sich das für mich eher danach an, als würde ich eine Karte aus der Schachtel nehmen. Das hier ist irgendwie so unnatürlich. Wenn ich das ganze Kartendeck aus der Schachtel nehmen würde, würde ich sie auch so rum machen. Ich würde ja auch so rum reingreifen und nicht irgendwie so die Schachtel öffnen und dann hier reingreifen. Also habt da keine Angst vor. Daumen geht hier rein, von unten ziehe ich die Karte weg. Macht das nicht zu hektisch, macht nicht sowas hier. Aber wenn ihr zu langsam seid, sieht der Zuschauer ja, dass die Karte von unterhalb des Decks kommt und nicht von innen heraus. Das heißt, ihr müsst genau die Mitte treffen zwischen schnell und langsam. Also in einer flüssigen, natürlichen Bewegung, so ungefähr, zieht ihr jetzt eine Karte heraus und es ist die unterschriebene Zuschauerkarte. Das war Trick 1. Für Trick 2 packe ich das jetzt mal beiseite, denn ich habe hier noch ein ganz anderes wunderschönes Deck. Und zwar das da. Ah, das ist noch verpackt. Ich nehme ein offenes. Das hier ist nämlich unsere neue Somnium Cards Galaxy Edition. Und die kommt morgen auf den Markt. Morgen ist es soweit. Montag, 3. Juli 2023. Endlich nach fast 3 Jahren Arbeit an dieser Edition. Nach 3 Produktionsläufen, bis die Qualität endlich gestimmt hat, kommt endlich die Somnium Galaxy Edition auf den Markt. Ich freue mich riesig. Okay, was machen wir jetzt aber damit? Für Trick Nummer 2 benutzen wir die 4 Asse und die verlieren wir an 4 unterschiedlichen Stellen. 1, 2, 3 und 4 im Kartenspiel, okay? Wupp, genauso. Und meine Aufgabe ist es jetzt, die Asse auf beeindruckende Arten und Weisen wiederzufinden. Ass Nummer 1 erscheint genau hier. Hier. So. Ass Nummer 1, das Karo Ass. Ass Nummer 2 finde ich an genau der Stelle im Kartenspiel, wo ich es verloren habe. Stopp! Genau dort ist das Kreuz Ass. Ass Nummer 3 erscheint genauso. Das ist das Herz Ass. Ja. Glaubt ihr mir nicht? Ich kann es euch natürlich zeigen. Es ist natürlich wirklich das Herz Ass. Und das vierte Ass, das Pik Ass, das
erscheint genau auf diese Art und Weise. Und wo jetzt der Rest vom Deck hin ist... Nein, das wäre wirklich zu schön. Da müsst ihr euch eine eigene Methode überlegen. Ich finde es immer unglaublich cool. Oh, wo kommt das denn jetzt her? Ich finde es immer unglaublich cool, vier Asse erscheinen zu lassen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich muss mal gucken, ob das vor der Kamera wirklich so cool rüberkommt wie im Real Life. Falls nicht, verzeiht es mir, mit dem echten Leben ist das so unglaublich viel cooler. Aber ich erkläre euch ganz genau, wie ihr das nachmachen könnt. Schritt 1. Erst einmal hatten wir die vier Asse im Deck verloren, müssen sie dann aber kontrolliert an eine bestimmte Stelle bringen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich würde so anfangen. Pik Ass, dann Karo, dann Kreuz und dann Herz. Das finde ich so eigentlich immer am schönsten, weil dann erscheinen sie in der Reihenfolge Herz, Kreuz, Karo, Pik. Ich weiß gar nicht, habe ich das in der Performance gerade gemacht? Ich glaube, ich hatte Karo und Herz vertauscht. Naja, auf jeden Fall legen wir das nach ganz unten im Kartenspiel. Das können wir vor den Augen des Zuschauers machen, indem wir sie einfach so vor seinen Augen jeweils raussuchen aus dem Deck und nach unten legen. Dabei, während wir ihm das Ganze zeigen, müssen wir jetzt einen Break holen unter vier weiteren Karten. Das heißt, hier liegt die Pik Dame. 1, 2, 3, 4. Unter der Kreuz 3. Dort liegt jetzt mein kleiner Finger an Ort und Stelle. Das können wir ganz einfach machen, während wir dem Zuschauer zeigen. Guck mal, hier, die vier Asse hatte ich gerade rausgesucht. Und in der Zeit habe ich meinen kleinen Finger unter die Kreuz 3 gebracht, zack, und bin jetzt in Position, okay? Jetzt schnappe ich mir nämlich nicht nur die vier Asse, ich schnappe mir gleich vier weitere Karten von unten weg. Ich drehe das Deck um, drehe die Asse jetzt so da drauf, plus die vier Zusatzkarten. Das muss in einer relativ schnellen Bewegung passieren, sonst sieht der Zuschauer, dass dieser Stapel hier zu dick ist für vier Asse. Ja, also zack, genau so. Und jetzt kann ich diese vier willkürlichen Karten, Bild unten, so an vier unterschiedliche Stellen ins Kartenspiel schieben. Aber das sind natürlich nicht wirklich die vier Asse, sondern vier andere Karten. Die schiebe ich jetzt in das Kartenspiel hinein und verliere so die vier Asse, vermeintlicherweise. Außerdem habt ihr meine Performance gesehen, ich habe wieder so einen Double Undercut gemacht, so wie auch bei Trick 1 ich euch erklärt hatte als Control. Das habe ich gemacht, weil ich für die Art und Weise, wie ich alle vier Asse erscheinen lassen möchte, nicht die vier Asse oben auf dem Deck brauche, wo sie ja jetzt sind, sondern das oberste, das Pik Ass, das brauche ich an unterster Stelle im Kartendeck. Und um jetzt die oberste Karte nach unten zu verschieben, haben wir wieder 1000 unterschiedliche Möglichkeiten. Ich empfehle euch ganz simpel diese hier. Mit meinem Daumen habe ich die oberste Karte ein Stück weit angehoben, ja, und wieder so einen Thumbbreak geholt. Und jetzt die Hälfte vom Deck genommen, auf dieses Ass gelegt, immer noch den Break gehalten und jetzt den Rest unterhalb des Breaks genommen und oben drauf gelegt. Und auf diese Art und Weise bringt ihr die oberste Karte nach unten. Ich mach's noch einmal. In der Performance sieht das Ganze dann so aus. Ich heb einfach zweimal das Deck ab. Aber eigentlich habe ich jetzt das Pik Ass nach unten gebracht. Die anderen drei Asse sind noch oben. Der Rest vom Deck ist unverändert. Und jetzt habe ich die Asse auf verschiedene Arten und Weisen hergezaubert. Ass Nummer 1 habe ich mit dieser Produktion hier, mit diesem Topshot erscheinen lassen. Das Problem bei dieser Methode ist folgendes. Ich muss so dem Zuschauer das Ganze hinhalten und er würde das Pik Ass sehen. Und deswegen möchte ich den Blick weglenken vom Deck. Das hat vielleicht vor der Kamera nicht zu 100% funktioniert. Es funktioniert aber im echten Leben. Glaubt mir. Ich sage, Ass Nummer 1 erscheint genau hier. Naja, hier. Dann ist die ganze Aufmerksamkeit hier vorne an den Fingerspitzen. Und ich kann ganz kurz diesen Shot machen. Dazu muss ich das Deck kurz anheben, das Ass zeigen, den Shot machen und schnell das Deck wieder runter. Und dann achtet mein Zuschauer nicht auf dieses Pik Ass, das sich dort befindet. Zack. Und so landet die Karte hier in meiner Hand. Wenn ihr lernen möchtet, wie dieser Shot funktioniert, müsst ihr mein Video dazu gucken. Das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist eine Technik, die habe ich euch schon mal ganz ausführlich erklärt. Ich fände es unsinnig, das jetzt wieder komplett zu erklären, weil ja ein eigenes Video dafür notwendig war, um alle Details euch zu erklären. Deswegen schaut bitte mein Tutorial. So hatte ich Ass Nummer 1 erscheinen lassen. Ass Nummer 2 habe ich auf die wahrscheinlich dreisteste Art und Weise hergezaubert aller Zeiten. Und zwar liegt das nächste Ass hier oben, das Kreuz Ass. Und das lasse ich jetzt folgendermaßen erscheinen. Ich halte das Deck so in meiner linken Hand im sogenannten Mechanics Grip. Mein Zeigefinger rollt unter das Deck, sodass ich hier mit meinem Daumen an der äußeren linken Ecke so entlang riffeln kann. Ich riffel ungefähr bis zur Mitte und sage, ah, stopp, genau hier. Ihr könnt natürlich auch den Zuschauer Stopp sagen lassen. Jetzt greife ich mit meinem Zeigefinger von vorne in diesen Spalt hinein. Mein Daumen greift aber von oben die Karte und ich mache den gleichen Move, den ich gerade bei der leeren Kartenschachtel gemacht habe, um die unterschriebene Karte aus der Schachtel zu zaubern in Trick 1. Ich ziehe mit dem Daumen die oberste Karte mit, während mein Zeigefinger hier wieder rausrutscht aus der Lücke. Und so
ziehe ich das Ganze dann nach vorne. Das heißt, ich mache das hier in so einer Drehung. Mein Handgelenk geht etwas hoch, nicht zu weit. Ich möchte ja auch hier wieder nicht das Peak Ass zeigen. Etwas hoch, zack, während ich die oberste Karte mit meinem Daumen ziehe und so nach vorne hin ploppen lasse. Okay? Und in Präsentation sieht das dann genau so aus. Stopp! Genau hier befindet sich das nächste Ass. Sieht einfach genauso aus, als würde ich in diesen Spalt reingreifen und das Ass herausziehen. So, Kreuz Ass ist erschienen. Ass Nummer 3 habe ich mittels Leonard Green Topshot erscheinen lassen. Der sieht folgendermaßen aus. Zack, eine Karte erscheint, das Herz Ass, ja? Natürlich schieße ich mir das von oberster Stelle rüber. Wenn ihr den Leonard Green Topshot lernen möchtet, schaut auch dazu gerne mein Tutorial. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wichtig, ich achte darauf, dass die Karte nicht Bild oben in meiner Hand landet, sondern Bild unten. Und das kann ich machen, indem ich nach dem Topshot einfach von oben drauf haue. Und wenn ich das mache, landet die Karte Bild unten auf dem Tisch. Das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund. Ich brauche jetzt nämlich die Misdirection, also die Ablenkung, um das ganze Deck loszuwerden, bis auf das Peak Ass für den vierten Reveal. Deswegen, jetzt erscheint die dritte Karte. Ich haue mit meiner Hand oben drauf, lasse sie so auf dem Tisch liegen. Und jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit auf dieser Karte. Meine Hand geht zur Tischkante. Währenddessen ziehe ich mit meinem kleinen Finger die unterste Karte etwas runter und habe so einen Break über dem Peak Ass, das sich ja hier ganz unten befindet, ja? Also, während meine Hand hier hingeht, zack, habe ich meinen kleinen Finger komplett hier reinsliden lassen. Ein schön großer Break. Währenddessen gehe ich mit dem Deck zur Tischkante hin, okay? Die ganze Aufmerksamkeit ist hier. Ich sage, hier befindet sich das Herz Ass. Glaubt ihr mir nicht? Ich kann es euch wirklich zeigen. Und während ich jetzt die Karte umdrehe, lappe ich, also lasse ich in meinen Schoß fallen, das ganze Deck bis auf das Peak Ass. Das halte ich mit meinem kleinen Finger fest. Ich bin hier schön im Break drinne und kann jetzt das ganze Deck loslassen. Kleiner Tipp von mir, unterhalb des Tisches habt ihr die Beine etwas auseinander. Ihr lasst so 2-3 cm Platz und während ihr jetzt das Deck droppt, schließt ihr die Oberschenkel, okay? Das heißt, welche Übung müsst ihr im Fitnessstudio machen? Richtig. Also das Herz Ass erscheint. Das hier ist wirklich das Herz Ass. Glaubt ihr mir nicht? Ich kann es euch wirklich zeigen. Achtung. Bam. Jetzt habe ich hier nur noch das Peak Ass in meiner Hand. Wichtig, ich muss es so halten, als wäre es das ganze Deck. So würde man ja von vorne sehen, dass es nur eine Karte ist. Deswegen halte ich es so, dass mein Zeigefinger von vorne diese Kante versteckt. Okay? Das ist jetzt mein Griff. Und jetzt sage ich, und für das letzte Ass. Und dann klatsche ich einfach das ganze Deck zwischen meine Hände. Es bleibt nur eine Karte übrig. Das Peak Ass erscheint und ich kann jetzt, um sauber rauszugehen, weil ich habe jetzt ein ganzes Kartendeck in meinem Schoß liegen, das ist relativ unangenehm, könnte ich jetzt zur Schachtel greifen und sagen, hier, schau mal rein. Der Zuschauer öffnet die Schachtel, ich hole kurz das Deck vom Schoß hervor, halte es versteckt in meiner Hand, beispielsweise so in Tenkai-Parmage. Der Zuschauer öffnet die Schachtel und sagt, ah, die ist leer. Während der Zuschauer die Schachtel öffnet und feststellt, dass sie leer ist, könnte ich jetzt beispielsweise hinter ihn greifen und so das ganze Deck erscheinen lassen. Achso, sorry, war doch hier. Das Ganze mit einem Augenzwinkern, klar weiß der Zuschauer, dass das Deck nicht auf unmögliche Art und Weise sich in Luft aufgelöst hat, sondern irgendwo muss es ja sein. Aber das nimmt er dann mit einem Lachen auf, wenn ihr das Ganze selber auch so mit einem Augenzwinkern präsentiert. Also, so lasst ihr wie wahre Zauberprofis vier Asse erscheinen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die einfachste Routine. Wir kommen zu Trick Nummer 3, der ist wieder ganz, ganz einfach, den kann jeder von euch nachmachen. Selbst wenn ihr nicht einen einzigen Move beherrscht, den nächsten Trick könnt ihr alle nachmachen. Für Trick Nummer 3 darf der Zuschauer das Deck wirklich selbst durchmischen. Also wenn er das möchte, kann er es mischen, mitbringen, also alles 100% impromptu. Er darf auch nochmal abheben, wie er das mag. Auf jeden Fall sind wir jetzt genau so in Startposition und ich sage zu meinem Zuschauer, okay, du hast das Deck gemischt, ich möchte nur eine Vorhersage machen und dann legen wir los, ja? Diese Karte hier, ich glaube, die wird gleich besonders wichtig werden, aber du machst alles selber. Ich gebe dem Zuschauer das Deck in die Hand. Ab jetzt ist es in Zuschauerhänden. Du machst alles selber. Pass auf, lieber Zuschauer, leg mal nach und nach einfach Karten auf den Tisch, okay? Und wann immer du willst, hörst du auf. Und das sind dann genau die Karten, die wir benutzen. Zum Beispiel hört der Zuschauer genau hier auf, den Rest vom Deck brauchen wir nicht mehr, der kann beiseite. Genau die Karten, die du ausgewählt hast, magst du die einmal bitte auf zwei gleichmäßige Stapel verteilen. Ja? Einfach, dass die ungefähr gleich groß sind. Auf die Art und Weise werden sie auf jeden Fall gleich groß, so wie ich die gerade verteile. Du hast gemischt.
Du hast ausgewählt, welche Karten sollen weg, welche sollen bleiben. Du hast die Karten genauso auf diese zwei Stapel verteilt. Und genau so, wie sie jetzt liegen, gibt uns dieser Stapel hier die Farbe, also das Symbol der Karte an, Pik, Herz, Kreuz oder Karo. Und diese oberste Karte hier gibt uns den Wert an. Ja, das heißt, hier liegt jetzt in dem Fall eine Kreuzkarte. Also haben wir schon mal Kreuz. Und hier liegt ein Ass. Kreuz, Ass. Und ich hatte gesagt, ich habe bei einer Karte so das Gefühl, dass sie gleich besonders wichtig werden wird. Und natürlich handelt es sich hierbei um das Kreuzass. Unglaublich beeindruckender Kartentrick, aber unglaublich simpel. Das Prinzip dahinter ist so dermaßen einfach, ihr werdet euch verarscht vorkommen. Und wie genau das jetzt funktioniert, sodass ihr es nachmachen könnt, dazu habe ich schon ein ganzes Video gemacht. Und anstatt, dass ich euch das jetzt nochmal erkläre, schicke ich euch einfach hier direkt weiter. Da geht es zu dem Video, wo ich diesen Trick erklärt habe. Schaut euch das gerne an. Es ist Jahre alt. Schreibt mir da gerne in die Kommentare, ob ihr von diesem Video hier kommt. Liebe Grüße von Zukunftsmatti an der Stelle an Vergangenheitsmatti. Ergibt das Sinn? Ja. Ich hoffe, ihr habt aus diesem heutigen Video was gelernt. Lasst es mich gerne in die Kommentare wissen und mit einem Daumen nach oben.